Ein Einbruchdiebstahl löst den Einsatz von Polizeikommissarin Lisa Stein und Polizeioberkommissar Lukas Becker aus. Beide werden Zeuge eines fatalen Ausweichmanövers. Ist aber flott unterwegs, ne? Ja, finde ich auch. Den können wir vielleicht auch noch mal. Was macht der da? Ach du Scheiße, das hast du auch von der Straße gemacht. Scheiße, raus. Scheiße. Ja. Gehst du beim Auto gucken? Ich gucke, ob du verletzt bist, okay? Hallo. Alles in Ordnung bei Ihnen? Sind Sie verletzt? Nein. Komm, wir gehen einmal auf den Gehweg. Auch der Fahrer des Wagens ist unverletzt. Die Beamten fordern zur Unfallaufnahme Verstärkung an, da sie selbst wegen des gemeldeten Einbruchs ermitteln müssen. Ich bin Vanessa Pein. Ich habe eigentlich gerade die Polizei angerufen, weil bei mir eingebrochen worden ist. Sie waren die Anruferin für den Einbruch? Ja, genau. Das ist meine Babysitterin, Leonie Mommsen. Ja, wie ist wurde eingebrochen? Ja, ich frage mich, Leo, was machst du hier eigentlich hier draußen? Der Kleine ist noch am Schlafen, der liegt krank zu Hause. Du sollst auf den aufpassen. Du läufst hier draußen rum. Ich war nur 3 Minuten weg. Ich habe das Handy dabei. Da ist Bluetooth drin und das läuft über Babyphone. Und da kannst du doch nicht einfach hier draußen rumlaufen. Doch! Siehst du ja, was hier passiert ist? Meine Wohnung ist leer geräumt worden, Leo. Ich merke doch, wenn David schreit. Ich merke das doch. Ich habe mich gut um ihn gekümmert. Die Polizisten ermitteln, dass das Kind unbeaufsichtigt in der Wohnung ist. Da unklar ist, ob sich dort noch die Täter befinden, hat Eigensicherung bei der Suche nach dem Jungen oberste Priorität. Hier ist die Polizei. Ist jemand in der Wohnung? Links ist keine Tür. Das ist das Kinderzimmer. Hier? Ja. Okay, ich habe das Kind gefunden. Hier ist auch keiner. So, hallo. Alles klar bei dir? Wie heißt denn der Kleine? David. Ja, cool. David, komm mal her. Deine Mutter ist da. Komm mal hoch. David. Oh, mein Schatz, geht's dir gut? Hallo. Oh, ich hab mir so Sorgen um dich gemacht. Sag mal, was ist denn passiert? Da war doch gerade eben jemand in der Wohnung, oder? Außer Leo. Ich guck mich noch mal an. Oh, sag mal. Nein. War keiner da? Oh, guck mal, die Mama war eben weg und plötzlich fehlen da Sachen aus dem Wohnzimmer. Leo, sollen wir uns mal kurz unterhalten? Alleine? Vielleicht? Ein bisschen in Ruhe? Wollen Sie sich einmal kurz mit Ihrem Sohn unterhalten? Der Kollege guckt aber mit Ihnen nach, ob hier was weg ist und auch Aufbruchspuren, okay? Ja. Guck mal, weg ist? Guck mal, da hätte ich mal. Das habe ich erklärt erstmal, warum wir jetzt überhaupt hier sind. Ne? Wir sind ja von der Polizei, ne? Also kurz mit, wir gehen noch mal kurz hier ins Wohn- und Schlafraum, richtig? Ja, genau. Und hier hatte ich meinen neuen Fernseher, Smart Home TV, neue Bluetooth-Box, ein neues Tablet habe ich liegen gehabt und meine Schmuckschatulle ist weg. Okay. Ja, da habe ich gerade alles neu gekauft. Ich habe gerade die neue Wohnung komplett neu eingerichtet, noch nicht mal alles abbezahlt. Aber ich habe da wirklich nichts. Micha! Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich bin der Bruder von ihr. Würden Sie sich bitte mal die Hose zumachen? Das wäre super. Micha, was ist denn hier los? Ihr Bruder? Ja, ist mein Bruder. Also es fielen ja sehr viele Informationen und sehr viele Bilder auf uns ein. Die Frau war halb aufgeknöpft, stand halb im BH auf offener Straße. Wir haben in der Wohnung sehr viele Informationen bekommen. Dann kommt der Bruder noch hinzu. Und dieser Bruder hatte ganz ehrlich die Hose offen. Und ich habe ihn erst mal darauf hingewiesen, dezent, dass er doch bitte mal seine komplette Hose schließen soll. Sie hatte ein offenes Hemd, er hatte eine offene Hose. Also für uns ergab sich da langsam ein Bild, aber wir brauchten da noch ein paar mehr Informationen. Also ich habe jetzt mal mit dem Kleinen gesprochen. Der hat mir gerade erzählt, dass dieser Teddy, dieser Koala-Bär hier, den er geschenkt bekommen haben soll, dem wohl gesagt haben soll, der soll die Tür öffnen. Ob das jetzt aus einer Fantasie entspricht oder nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das kann gar nicht sein. Wissen, das ist so. Hast du gesehen, das Bluetooth-Zeichen? Ja, das ist so ein Bluetooth-Spielzeug, ja. Und der kann reden. Das ist dieser launige Koala. Ich habe dazu so eine App. Und naja, wenn ich manchmal was zu tun habe und der Kleine ist nebenan, dann kann ich halt über eine App das kleine Tierchen ansteuern und dann kann ich mich mit dem Kind unterhalten. Das, was Sie in die App sagen, kommt dann hier aus diesem Teddy raus. Genau, das ist eine Sprachsteuerung. Ich kann dir das zeigen. Moment. Ja. Und dann hat er wohl jemanden die Tür aufgemacht, irgendeinem Mann. Er kann ihn aber nicht wiedererkennen, aber der hat ihm auch nichts getan, nicht angefasst. Er ist dann in sein Zimmer spielen gegangen. Okay. Das ist ein bisschen komisch. Also Bluetooth, das heißt ja, die Person muss... Das ist so eine App und ich spreche das dann da rein. Also das bedeutet, aber das kann dann jeder? Kann dann jeder dieses... Na, eigentlich schon, aber das ist ja Bluetooth. Ich dachte nur, ich kann das. Also aber Bluetooth, dann kann die Person ja, oder dürfte nicht so weit weg sein von diesem Teddy. Nee, man kann sich ja Bluetooth einloggen quasi und dann... Okay. Nee, das heißt, Sie meinen, dass jemand hier aus dem Haus... Also wir haben keine Aufbruchspuren, weder am Fenster noch an den Türen, richtig? Weil der Kleine die Tür aufgemacht hat. Genau, dann muss er hier die Tür aufgemacht haben. Oder es hat einen berechtigten Schlüssel.
Wer hat noch einen Schlüssel? Der Einzige, der einen Schlüssel hat. Und ihr habe ich jetzt ja. zwei Schlüssel. Sie haben Schlüssel. Ich habe doch nichts gleich zu tun. Aber Sie waren nicht hier. Ja, Sie waren ja auch nicht in der Wohnung. Wo waren Sie eigentlich? Ich wohne hier gleich um die Ecke. Ich habe Zigaretten gekauft. Also der Einzige, der hier im Haus wohnt, das ist mein direkter Nachbar, der Benedikt. Mit dem verstehe ich mich halt. Vielleicht hat der was gesehen oder gehört. Der wohnt direkt nebenan. Ansonsten wohnen hier auch nur ältere Leute im Haus. Aber ich kann mich nicht sagen, wir klopfen einfach mal. Vielleicht hat dieser Benedikt ja was gesehen oder gehört. Noch ehe die Beamten den Nachbarn befragen können, macht die Mutter der Babysitterin große Vorwürfe, weil sie den Jungen alleine gelassen hat. Dabei kommt ein lang gehütetes Geheimnis ans Licht. Ich wollte auf David aufpassen und er hat mich überredet, ja komm doch zu mir, komm doch zu mir. Komm, ist gut, und erstmal, ist es geht jetzt erstmal um David und die Sache jetzt was hier. Erzählt ihr mir hier gerade eigentlich, dass ihr ein Verhältnis habt und dass ihr gerade mal für ein Stelligein rübergewandt seid und mein Kind dafür alleine gelassen habt? Er hat mich überredet, ich wollte das eigentlich gar nicht. Ach komm, wie es kommt. Also Leute, erzählt mir nicht. Das ist ein anderes Problem jetzt, oder? Ich meine, was wir zusammen haben. Wir müssen das intern in der Familie später klären und wir gucken einmal. Weil für uns ist wichtig aufzuklären, wer hier in der Wohnung war unberechtigt und was jetzt hier entwendet wurde. Okay? Deswegen auch die offenen Hose und deswegen auch die offene Bluse. Ja, ich verstehe das schon ein bisschen. Ja. Gut, dann würde ich sagen. Das ist hier im Erdgeschoss auch, ne? Ja. Das bedeutet, das ist die Wohnung vom Herrn. Ja, genau. Klopfen einfach mal. Hallo, guten Tag, die Polizei. Würden Sie bitte mal die Tür aufmachen? Ich habe geklopft. Es hat keiner aufgemacht, aber ich habe definitiv eine Person direkt hinter der Tür wahrgenommen. Und nach kurzen Überlegungen bin ich dann noch mal in die Wohnung, denn ich hatte so eine kleine Idee. Durch diesen Bluetooth-Koala-Bär konnte man natürlich so ein kleines Schauspiel ablaufen lassen, in dem man das kleine Kind wieder mit einbezieht. Meine Idee da war einfach, den Jungen das noch mal Revue passieren zu lassen und so einen kleinen dezenten Hinweis zu geben, dass wir mit einem Durchsuchungsbefehl wiederkommen. Dass die Person hinter der Tür ein bisschen unter Druck gesetzt wird und einfach schnell das eventuell erbeutete Diebesgut aus der Wohnung entfernen muss. Weil er ja damit rechnen muss, dass wir mit einem Durchsuchungsbefehl recht zeitnah wiederkommen. Okay, gut. Also ich da bin ganz in der Nähe. Ja, okay. Danke. Tschüss, schönen Tag noch. In meinen Keller? Ja. Okay. Gucken wir mal. Also hier, ja, würde ich sagen, dass wir uns hier. Dienstunfall, oder? Hm. Meinst du, das war der Nachbar, der die Wohnung? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Einen Unfall hatte ich noch nicht. Nee, überhaupt nicht. Also leicht kurios. Besonders verlässt ja die Kleine für ein Nimmerchen die Wohnung. Und genau in dem Moment kann. Ist das irgendwie, dass er das weiß, ne, wann die weg ist? Oder die beobachtet, okay, wenn es der Nachbar ist, dann sieht er, dass die weggeht. Genau. Wenn es der Nachbar ist, dann weiß er vielleicht auch, dass die alleine auf ihn aufpasst. Und vielleicht auch, dass die ein Verhältnis haben. Richtig. Das kann eher dass der Nachbar sein als eben ein unbeteiligter Dritter, weil das wäre viel zu viel Zufall. Ja, und dann nutzt er den Teddy und dann lässt er sich die Tür aufmachen. Ziemlich einfach. Ist eigentlich gar nicht so dumm, die Idee, ne? Richtig. Aber das müssen wir erstmal kommen. Ja. Sehr, sehr intelligent. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Der kommt in den Keller, oder? Ja. Hallo? Hol mir. Stehen bleiben, Polizei! So. Eine Backe. Wo wollten Sie denn hin? Können Sie mir mal verraten, wo Sie hin wollten? Warum Sie vor uns wegrennen? Heißen Sie zufällig Benedikt? Ja, aber ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Ja? Die Polizisten vermuten, dass es sich bei dem festgenommenen Mann um den Täter handelt. Bevor sie ihn mit dem Tatvorwurf konfrontieren können, erhärtet sich der Verdacht. Stell den mal hier an die Wand, okay? Ja, bitte. Spaß nicht. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Was waren Sie denn nicht? Was meinen Sie? Was waren Sie nicht? Ich war. Ich habe auch noch gar nichts gesagt. Also Sie gehören jetzt zu der Wohnung, richtig? Ja, ja. Richtig. Sie sind der Herr? Da ist der Mann! Aha. Da ist der Mann. Also, okay. Bringst du sie mal wieder rein, bitte? Schnell. Ach so. Ja, okay. Da muss ich mich jetzt korrigieren. Sie sind beschuldigt einer Straftat. Und zwar wird Ihnen vorgeworfen, einen Einbruch begangen zu haben, beziehungsweise einen Diebstahl. Ob Sie eingebrochen sind, das weiß ich ja nicht, weil Ihnen die Tür geöffnet wurde. Und zwar wurde in der Nachbarwohnung bei dem kleinen Jungen gerade unberechtigt die Wohnung betreten und da wurden Sachen entwendet. Was ist denn, wenn wir jetzt in die Wohnung gehen oder in den Keller gehen? Finden wir da irgendwas? Ich will nichts dazu sagen. Ich sag gar nichts. Also ich glaube schon, dass wir in der Wohnung Diebesgut finden würden. Ja. Kann ich mich kurz stören? Ja, klar. Der Verstärkungspolizist hat das Handy des Täters sichergestellt, das der bei seiner Flucht verloren hat. Auch darauf ist die Bluetooth-App installiert. Die Beamten informieren die Geschädigte. Der von gegenüber, der ist abgeführt worden? Ja.
Da kommt jetzt auch gleich noch die Spurensicherung etc. Ach. Durchsuchungsbefehl und dann kriegen sie wahrscheinlich, so wie es unserer Annahme nach ist, ihr Zeug schnell wieder. Na gut, wir gehen dann auf die Wache, schreiben die Anzeige und dann wünsche ich Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag, ja? Ich möchte gerne noch mal babysitten, bitte. Ich hab's nicht so gemeint. Das klären Sie dann später am besten. Ja, wirklich. Sie kamen auch gleich an. Tschüss, danke. Tschüss, schönen Tag trotzdem noch. Ja, tschüss. Der Täter muss sich wegen Diebstahls verantworten. In seiner Wohnung werden sämtliche gestohlene Wertgegenstände sichergestellt. Die Mutter des Jungen will dem sprechenden Stofftier nicht mehr blind vertrauen. Die Babysitterin konnte das Vertrauen nicht zurückgewinnen und wurde gefeuert.